Hallo zusammen, hier sind Katja und Kai. Genau, und wir stehen beim Autohaus Melzer auf dem Hof, denn Katja, überzeugte Nugget-Fahrerin, hat hier aber letztes Mal, als sie den Clemens abgegeben hat, auch was gesehen, was interessant war. Durchaus, ja. Und da schauen wir jetzt mal, was das sein könnte. Ja, und um diese drei Hutzenfahrzeuge geht es dabei. Da hätten wir einmal den Concorde Compact. Den schauen wir uns mal an mit der kleinen Nase und die zwei mit der großen Nase. Das ist einmal der Pössl Vario 499, also 5 Meter lang, und der Pössl Vario 545, wohl 545 lang. Also ihr seht schon, Katja steht auf große Nasen oder wie muss man das jetzt deuten? Wir schauen jetzt mal in den Concorde rein und Katja geht vor. Alle Fahrzeuge natürlich offen. Hier gibt es mal ein echtes Raumgefühl und ein etwas anderes Konzept hier, was die Dinette angeht. Hier hat man zwar die beiden Vordersitze, ich glaube, die sind auch drehbar. Allerdings hat man hier zwei Sitzbänke und ja, einen normalen Tisch. Hier kann man also ohne Drehen gegenüber sitzen. Platz ist genug, also die Knie sind noch nicht mal annähernd aneinander. Ja, ja. Aber so richtig bequem. Man sitzt nicht, oder? Sehr hoch, ne? Ja, und der Tisch ist ein bisschen tief. Meine Füße kommen gar nicht auf den Boden. Ja, gut, das liegt an dir. Meine stehen gut. Und die Sitzfläche ist sehr tief, also irgendwie. Ja, das ist für Amerikaner gemacht, die groß, breit und ja, was auch immer sind. Ne? Der Tisch ist recht tief, also ich weiß nicht, wenn ich den mal so ranziehen würde, wie ich arbeiten würde, dann wäre der ziemlich weit unten. Also ich glaube, ein richtig schöner Arbeitsplatz ist es eher nicht. Mhm. Aber hat schon Platz. Also das Gefühl, wenn man so hoch guckt, das ist schon fast wie zu Hause in einer Einzimmerwohnung. Ja, das ist echt cool. Und es ist auch, glaube ich, nicht so gut hier zu zweit. Könnte sehr eng werden. Moment! Ach, das geht! Naja. Können wir da noch Friedrich und Co-Pilot hinsetzen und zwei noch vorne auf die Sitze, also als Partymobil. Könnte das schon funktionieren, wenn man keine Berührungsängste hat. Wenn man den anderen natürlich nicht mag, dann ja, muss man das irgendwie anders lösen. Dann brauchen wir mehrere davon. Aber sechs Leute passen hier im Prinzip rein. Ja. Und die vorne sitzen dann hintereinander. Und theoretisch könnten zwei noch oben mitfeiern und liegen. Ja. Also sechs, acht. Dann kannst du noch ins Klo setzen, das hat man ja auch ja, schon. Ja, hier kann sich auch noch einer auf die Stufen setzen, einer mit dem Stuhl ins Klo. Also der Van schluckt enorm Leute. Kurzer Test im Badezimmer noch mit Duschvorhang. So, zieht man hier so rum. Groß, ja. Riesig, wenn man ein kleines Auto. Kopffreiheit noch betrachtet nach oben, ne? Oh. Alter Schwede. Und auf dem Klo kann man auch schön mit Beinfreiheit sitzen. Ja, das ist schlau gebaut. Gut, aber da der Sitzbereich jetzt nicht unbedingt Katjas ist, schauen wir mal weiter, denn zwei Vans haben wir ja noch, die wir angucken können. So, auf zum nächsten. Vario 499. Blicken wir da noch kurz rein. Hat einen sehr weiten Überhang vorne, das macht sich sicherlich beim Fahren bemerkbar, dass man nicht ganz so gut nach oben schauen kann. So süß, so kurz. 4,99, sagt schon, 5 Meter lang. Ui, das sieht schon kleiner aus und anders als vorhin. Wo ist der Knaller hier für 5 Meter? Ja, für 5 Meter, ich kenne ja nur 5 Meter, aber das ist mal wirklich ein geniales Raumgefühl, Raumdesign hier. Mit der abgerundeten Küche, schöner großer Dinette. Und ab hier hinten wird es so ein bisschen anders als in einem typischen Kastenwagen. Hier hat man ein Riesenbad, also gefühlt für 5 Meter. Riesig groß, wie im Concorde da drüben. Aber die Toilette ist hier fest integriert, wie man sieht. Also so eine Banktoilette sozusagen. Also hier super viel Freiheit. Also gar nicht beengt, auch für größere Menschen, glaube ich. Und hier muss man auch kein Brett drauf und runterklappen, sondern hat hier einfach den, oh, ich glaube, identischen Schrank. So zu öffnen über der Toilette, das ist praktisch. Hier gleich noch einen Toilettenrollenhalter nebendran, auch ganz schön, solche Details. Und ansonsten der Teil hier ist ähnlich, der Spiegelschrank hat hier zwei Türen, so zum Klicken, aber innen sieht es ähnlich aus, also von daher ist das das gleiche. Und diese Tür hier unten ist geteilt, mit der Tür so ein kleines Scharnier drin, damit man das richtig aufklappen kann, ist aber das gleiche dahinter, also auch der Gaskasten. Vorteil ist hier, dass man ja hier direkt die Klappe hinten hat, das heißt die Gasflaschen auch von außen wechseln kann. Ja, ansonsten ist das hier ähnlich mit der Tür. Hier ist sogar innen ein Griff dran. Geht das besser?
Und Duschvorhang ist das gleiche, wobei der anscheinend hier links hingehängt und gelagert wird. Ansonsten zieht man den hier auch einmal komplett rum. Aufhängung für die Dusche sehe ich aber auch hier nicht. Das ist hier anscheinend auch nicht vorgesehen, aber kann man sicherlich nachrüsten. Und das Bett, anders als im Nugget, nicht zum Zusammenpuzzeln, sondern einfach zum Runterziehen. Sehr genial. Und ich kann sogar noch gerade so stehen hier. Also mit 1,70 ist das perfekte Fahrzeug, um noch stehen zu können. Genau. Aber nicht hüpfen jetzt. Nicht hüpfen, genau. Aber sehr einfach auf- und abzubauen. Also das ist super genial. Und das Bett riesig. So, das ist wirklich gewaltig. 2,05 mal 1,60 oder sowas. Riesig. Holy moly. Absorber, Kühlschrank. Kühlbereich okay. Gefrierfach. Ja, seht ihr selber, oder? Ein paar Kräuter, ein paar Eiswürfel. Voll. Aber es geht noch besser. Deswegen gehen wir jetzt mal in den anderen und zeigen die anderen Details. Noch besser? Gibt's ja gar nicht. Gehen wir mal gucken. Ja, dann kommt jetzt der größte, der Vario 545. Ebenfalls mit großem Überhang vorne. Und da werfen wir jetzt einen genaueren Blick rein. 5,41 Meter, aber 3,12 Meter hoch. Das ist hoch. Ich dachte schon, meiner wäre hoch. Der ist nochmal 30 cm. Ja, sieht auf den ersten Blick erstmal genauso aus wie im 499. Aber der Clou kommt gleich noch. Ja, so, jetzt sitzen wir hier und was fällt uns hier als erstes auf? Der Riesentisch. Ja. Der ist echt riesig. Und ich glaube, der geht sogar noch größer. Da hat man eine Riesentafel. Das ist cool zum Arbeiten. Und auch die Kniefreiheit. Exzellent. Ja. Reicht, ne, vom Platz. Da hat man schön Platz, ja. Hier passen sogar die Teller. Hintereinander nicht über mir. Lieber, ja. Ja, auch super stabil hier der Tisch. Ja, macht guten Eindruck. Also da kann man sich auch mal, wenn man gar nicht mehr kann, hinlegen, Ründchen, schlafen. Fliegengitter, Verdunklung, beides mit dabei. Leider in allen Fenstern. In jeder Position stehen bleiben, die ich auch im Nugget habe. Cockpit-Verdunklung mit am Start und eine Höhe. Wow. Das ist immer wieder. Finde ich immer wieder faszinierend, wenn ich in so einem Mario drin bin. Ja. So, gucken wir mal weiter. Breite-Test. Ja, gleich, oder? Wie da drüben? Ja, ich glaube auch. Es geht. Fühlt sich ähnlich an. Es geht. Es ist kuschelig warm. Man wärmt sich gegenseitig, genau. Kann man sitzen. 10 Stunden würde ich hier vielleicht nicht fahren wollen zu zweit, aber. Nee, maximal 9,5, denke ich. Ja. Mehr ist nicht drin. Ja. Was verbirgt sich denn noch unter der Sitzbank? Sicherung. Elektronik, die braucht auch Luft. Ja, aber man kommt gut an die Sicherung ran, das ist schon mal gut. Das ist immer sehr hilfreich, ne? Ja. Jo, und jetzt gucken wir mal in die Ecken und ins Detail. Schuhe hat, da passen glaube ich einige rein. Riesig groß da unten. Mhm, richtiges Verlies. Mhm, das ist gut. Und da drüben ein Auslass für die Wärme, für die Füße, das ist für mich perfekt. Wichtig, wichtig. Hier vorne auch nochmal einer, für beide Füße also. So, die Küche sieht irgendwie aus wie ein Concorde, also auch hier so abgerundet, was ganz schön ist, weil man den Gang sehr breit hat. Und ein genialer Eckschrank hier, machen so ausklappen. Kommt super an alles ran, also Töpfe oder was man hier einstellen möchte. Gefällt mir gut. Man muss nur aufpassen, ich habe da beim Summit schon Leute gehört, beim scharfen Bremsen geht der Schrank auf. Ehrlich? Ja, okay. Das soll mal vorgekommen sein. Okay. Und die Scharniere sind sehr stark belastet, wenn man es öffnet und natürlich die Schranktür ist mit Fächern voll. Mhm. Da steht einiges drin. Da ist also einiges an Gewicht dann auf den Scharnieren. Wirkt jetzt erstmal stabil, aber ja, muss man testen. Ne? Aber es ist erstmal praktisch, man muss nicht in den Schrank kriechen, sondern der Schrank kommt zu einem. Gekommen. Definitiv, ja. So, dann hat man hier Abdeckung. Das kann man auch als Tablett verwenden. Genau, ich dann hier so einen Schutz und sogar 3 Flammen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich braucht, aber manchmal hat man vielleicht noch so einen kleinen Topf. Dann funktioniert das gut. Hier Piezozünder. Und so mal Gasherd von Dometic. Macht einen guten Eindruck. Und ein Standardwaschbecken, würde ich sagen. Recht tief. Das gefällt mir. Das Gute ist, hier hat man nicht unbedingt das Problem, dass man an den Wasserhahn stößt. Natürlich geht es so jetzt von oben nicht, aber man kann ja so drunter schieben. Also es ist ein bisschen schlauer gelöst als mit dieser hochklappbaren Glas
Abdeckung. Mhm. Und das kann man, glaube ich, hier auch noch hinterstecken. So, dann ist alles verräumt. Das ist, glaube ich, nur Deko und man kann gut abwaschen. Gefällt mir soweit gut. Ablagefläche hat man natürlich keine mehr. Groß, wenn man beide Dinge offen hat, aber dafür hat man ja diesen riesen Tafeltisch hier, den man noch ausziehen kann. Aber ich glaube, den kann man auch gut zum Schnibbeln verwenden. Hier ist kein Brettchen dran. Ja, das ist immer das Problem bei den sehr schick aussehenden abgerundeten Küchenblöcken. Das sieht toll aus, aber gibt halt nicht dieses Anklappbrett. Das finde ich immer schade. Ja, da müsste man halt wirklich den Tisch hier ausziehen. Das können wir ja nochmal machen hier für die Küche. Wenn das hier steht, dann hat man hier auch nochmal eine gute Fläche zum Abstellen, zum Schneiden. Ich glaube, das finde ich ganz gut und die Schränke gehen auch noch auf. Also das ist sich da nicht im Wege gegenseitig. Ich glaube, das ist ganz gut. Da kann auch einer arbeiten. Hier kann man Töpfe abstellen. Nicht schlecht. Dann schauen wir nochmal, was die Küche noch an Schränken zu bieten hat. Das sieht mir aus wie ein Apothekerschrank. Ja, schön. Das ist gut. Mag ich. Kommt dann alles ran. Das ist super. So, dann haben wir hier Besteckschublade. Ich finde recht praktisch angebracht, wenn man jetzt hier kocht, hat man hier das Besteck, muss also nicht irgendwie so vor sich herschieben. Auch an den Apothekerschrank kommt man hier gut ran von der Seite. Sehr schön, was haben wir hier noch? Ah, oh, ein Verlies. Da geht es richtig tief rein. Ich dachte, es wäre eine Schublade, aber es geht richtig nach unten. Du kannst jetzt hohe Sachen hier reinstellen oder Kartoffelkeller oder keine Ahnung. Ja, das war jetzt der Küchenblock. So wirklich groß ist der ja eigentlich nicht. Gibt es noch mehr Stauraum, Katja? Findest noch was? Was hast du da noch gefunden? Ja, ich habe das mal aufgeklappt. Ah. Da kommt man an den Wassertank ran. Frischwassertank. Auch nicht schlecht. Also innenliegend. Innen verbaut. Gut gewärmt dann hoffentlich. Genau. Ich glaube, den gibt es auch beheizt, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Wie sieht es denn mit der Größe vom Wassertank aus? Ja, für ein Fahrzeug mit Dusche nicht ganz so schön. 75 Liter Frischwasser, 10 Liter Boiler und 80 Liter Abwasser. Könnte ein bisschen mehr sein, wenn man ständig duschen möchte. Ja, wir bauen ja hier nach oben auf, von daher gibt es natürlich oben noch was. Also erstmal hat man hier noch die Ablagen für Gewürze. Das ist, glaube ich, ganz praktisch mit so einer kleinen Reling. Und dann gibt es hier noch zwei Schränke. Die scheinen auch nicht gerade klein zu sein. Kommst du da noch dran mit 1,70 bis ans obere Fach? Ja, so gerade. Ich kann mich ja hier auf die Stufe stellen, dann komme ich dran. Okay. Aber hier gerade der rechte Schrank ist recht tief, also da passen auch gut Teller hin. Hier vielleicht irgendwie Gläser, Tassen. Ist nicht schlecht. Und ganz oben drüber ist nochmal eine Reling. Also nochmal so ein Regal. Da kommen dann die Dinge hin, die man ganz selten braucht. Da kommen die Dinge hin, in die man vom Bett aus ran muss, glaube ich. Oder so, ja. Und Katja, gibt's noch mehr? Klar. Wenn man sich einmal umdreht, gibt's hier noch einen Kühlschrank. Schauen wir gleich mal an. Und hier noch ein Fach. Oh, eine Schublade, geil. Die ist mal groß. Die ist riesig. Wow. Da kriege ich ja meine ganzen Vorräte rein. Ja, also das ist wirklich ein Stauraumwunder hier, der kleine. Ganz gut. Und alles irgendwie ausziehbar, bis auf dieses Fach hier unten. Aber ich glaube, da kommt man auch gut ran. So, und dann hätten wir hier noch den Kühlschrank auf einer sehr angenehmen Höhe. Klein, aber fein. Der Kühlschrank mit 80 Liter Kühlen und 10 Liter Gefriere. Oh ja, das geht in Ordnung, oder? Das ist gut, ja. Ja, kleines Gemüsefach, zwei solche Einschübe hier. Ja, ja, und die Einschübe können auch gut neu positioniert werden, hat es viele Möglichkeiten. Genau. Ist ganz praktisch. Tät mir gefallen. Ja, und ich fürchte, da gibt es noch mehr Stauraum. Ich glaube auch. Hier oben gibt es die Schränke quasi nochmal spiegelverkehrt, glaube ich, genau. Und wieder einen Eckschrank, der ein bisschen tiefer ist und einen daneben für kleinere Sachen. Also keine Ahnung, Elektro-Kleinkram und Gabelgedöns vielleicht. Sehr praktisch. Aber das Beste siehst du von deiner Position gar nicht. Ist noch ein Fach da. Und da ist noch ein Fach. Ich weiß noch nicht so gut, wie man da hinkommt. Man kann sich zwar hier irgendwie draufstellen. Aber ich glaube, es ist praktischer, da aus dem Bett raus Sachen rauszuholen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das Bett ist wie in allen Varios und auch in dem Concorde oben. Ich komme nicht so gut dran. Aber gerade so. Einfach runtergezogen. Zack. Und ich kann auch wieder stehen. Perfekt. Praktisch. Das ist riesig. Ja, die Leiter ist eingehängt, sodass man aufs Bett kann. Und jetzt merkt man schon. Guck mal irgendwie nicht mehr durch. Das müssen wir nochmal aushängen. So. So, also hier eingehängt. Dann steige ich mal hoch, oder?
Also wackelig. Nuggetrolle kann man hier wieder verwenden, aber klappt nicht so gut mit dem Knie. Das ist mal groß. Fast wie im Nugget hier mit den zwei Fenstern und dem Dachfenster. Ist gut. Was haben wir hier drunter? Kein Lattenrost. Da müsste man dann vielleicht noch ein Froli-System nachrüsten. Ja. Ich dachte eigentlich, hier wäre eins dabei, aber ja, da hinten auch nicht. Aber es ist immerhin hier so ein Meshgewebe drunter. Das ist wohl für die Feuchtigkeit ein bisschen das Ganze abhält. Ja, Matratze wäre mir, glaube ich, wie immer zu hart, aber dafür gibt es ja Topper. Ja, praktisch. Und von hier kommt man jetzt auch gut an die ganzen Fächer dran. Und hier guckt man jetzt gut rein in den Schrank, hier oben auf die Fächer. Da kann man quasi aus dem Bett den Frühstückstisch stecken. So, ich versuche auch mal mein Glück, hier hochzusteigen. Hüpf mal rein hier. Geht auch ohne Rolle, kann sich so drehen. Riesig, oder? Hier können drei liegen. Sehr groß, ja. Da hat man echt viel Platz. Ja. Auch zur Decke hin, denke ich, ist das nicht klaustrophobisch. Wie bei mir, sondern ganz gut. Ja. Und von der Länge, ja, da passt auch. Oh ja, locker. Passen auch 2 Meter hin. Ja, locker. Ich fände es zu hart, glaube ich, aber ist ja immer. Ja, du bist ja eher die Weichschläferin. Für mich wäre das okay so. Ist gut, oder? Ja. Schönen Ausblick hat man. Wow, das ist noch höher als bei mir. Ans Dachfenster kommt man von hier auch gut. Und dann hat man hier auch im Sommer keinen Hitzestau. Wunderbar. Ja. Ja, guck mal so. Geht auch. Geht auch ohne Leiter. Ohne Leiter hoch. Das hier weiß ich nicht, ob das hält, aber geht. Geht sogar besser irgendwie. So, Bett geht ganz einfach hochzuklappen, wie in den anderen Modellen auch. Man kann alles drauflassen, Bettwäsche und so weiter, was man hat. Klappt es einfach nach oben. Weg ist es. Dann können auch größere Menschen wieder stehen. Das ist echt super. Das wünsche ich mir auch im Nugget. Das wäre schön. Ja, das ist echt schnell und simpel. Ne? Einmal hochgedrückt, zack, weg. Ja. Und die Maße vom oberen Bett, 2,5 m x 1,70 m. Nachdem wir jetzt das Bett Probe gelegen haben, werfen wir mal noch einen Blick ins Bad und in das, was dahinter liegt. Ein Nachteil, von innen kann man die nicht so ganz zumachen. Hier ist gar kein Hebel dran. Naja. Fehlt sowas hier. Mhm. Zum Duschen gibt es hier einen rundherum laufenden Vorhang. Ziehen einmal rum. Oh, ein Gespenst. Es bewegt sich. Und? Kann man da in sowas duschen? Ja. Ich glaube, so Magnete wären nicht schlecht, wie bei dir. Mhm. Dann kann man da duschen, ne? Das sieht auch echt spannend aus, so ein Vorhang. So, sauber. Ganz ohne Wasser. Ganz ohne Wasser. Ansonsten, was hat's noch? So, hier hat's einen Spiegel mit Schrank dahinter. Okay. So ein bisschen gerade Kleinkram. Und die Ecke ist auch noch Platz. Nicht schlecht. Hier noch ein paar Fächer in der Ecke. Ein Waschbecken. Rausziehbare Dusche. Kann man die auch irgendwo hintackern dann oben? Ja, kann man sich sicherlich nachbauen, aber nichts vorgesehen. Haben wir hier 2 Lichtschalter. Die tun zwar gerade nichts, aber machen wahrscheinlich das Licht an. Ehrlich? Da nochmal 12 Volt. Oh, im Bad 12 Volt, das hat man auch nicht häufig. Ja, das ist nicht schlecht. Mit maximal 120 Watt. Mhm. Das ist gut, ich habe nämlich nur 95, glaube ich, bei mir. Aber Waschbecken ist hier schön eingerahmt mit so einem marmorähnlichen Anmutung. Ja, schön groß, reicht, glaube ich, aus zum Zähneputzen. Ist halt ein bisschen versteckt, aber ich glaube, man stößt sich nicht den Kopf. Das geht in Ordnung, würde ich sagen. Da haben wir noch einen Schrank, mal schauen, was da drin ist. Platz für die Gasflasche. Von innen zu befüllen, mal nicht von außen. Hm. Okay. So, kann man machen, ne?
Aber soweit ich weiß, gibt es den auch mit Dieselheizung. Dann hat man da wahrscheinlich nicht mehr zwei Gasflaschen oder wenn dann nur noch zwei kleine. Auf der anderen Seite vom Bad haben wir ja noch einen Riesenschrank. Ich den aufklappe. Wahrscheinlich so als Kleiderschrank gedacht. Keine Stange oder sowas zum Hinhängen, aber könnte man wahrscheinlich auch noch einhängen. Und ein Heizungsrohr. Ein Heizungsrohr, genau. Wo geht's denn da noch hin? Da ist noch eine Klappe. Gucken wir da mal noch rein. Obwassertank oder so? Heizung. Heizung, okay. Truma. Die ist da schön verbaut. Da hört man sie nicht so. Aber den Schrank kriegt man nur auf, wenn man dieses Brett hier nach unten klappt. Das wird hier einfach mit Plätt befestigt. So ein bisschen unsicher, ob das in der Fahrt hält. Also ich glaube, bei der Fahrt sollte es unten sein, sonst fällt es runter. Aber wenn man es hochgeklappt hat, legt es dann die Toilette frei. So, fest eingebaut, nicht drehbar, aber schön groß. Der Vorhang ist hier so ein bisschen im Weg. Ich weiß nicht, wo hier die geplante Position ist, vielleicht auch da in der Ecke. Da ist der Luftauslass, also ich glaube, der sollte schon hier irgendwie hängen. Ist vielleicht nicht ganz so schön, wenn er nass ist und man irgendwie auf die Toilette gehen möchte. Ja, und hier den Kampf mit dem Duschvorhang, den kann man gewinnen. Man kann ihn nämlich an einer Position hier befestigen und wenn man ihn dann so einschlauft, hängt er auch nicht mehr im Weg. Hier unten ist die Duschtasse. Ja, kommt nur mit einem Ablauf da in der Ecke. Aber ich glaube, in der Ecke ist er ganz richtig, weil wenn man mit dem Kopf da schläft, wo wir vorhin gelegen haben, steht man ja so, dass das nach vorne runterhängt. Hm. Dann sollte das Wasser auch in die Ecke laufen. Ja, ich stelle mich auch mal noch ins Bad und wir haben gerade beide festgestellt, in der Höhe hat man hier wirklich sehr viel Platz. Ich bin 1,80 Meter und ich denke, selbst einer mit 1,90 Meter steht hier noch, ohne dass er Angst kriegt, um direkt anzustoßen. Ist also auch ein Van für große Leute. Nach dem Duschen, Vorhang trocknen und ganzes Bad trocknen, auch sehr simpel. Recht großes Dachfenster aufmachen, Heizung laufen lassen oder auch nicht, je nachdem. Und dann wird hier alles schön trocken. Den Vorhang lässt man dann natürlich noch aufgezogen, sodass er dann auch wirklich von innen gut trocknen kann. Das war das Bad, aber hier ist noch nicht Schluss. Es geht noch weiter. Es geht nämlich hier noch weiter durch eine mysteriöse Tür. Und da ich ein Angsthase bin, macht die Tür jetzt Katja auf. Schauen wir mal, gibt's hier? Oho, Betten. Betten? Zwei Stück sogar. Hört der Van denn nie auf? Ich glaube auch. Oben. Das schaut eher aus wie so ein kleines Kinderbett. Auch ohne Fenster und ohne Licht. Also für Kinder, die man nicht mag. Oder so. Aber hier unten. Hat man auf der vollen Breite ein zusätzliches Bett. Geil. Mit Licht. Das ist mal super. Hier kann man noch jemanden hinlegen, den man vielleicht, wenn er schnarcht oder krank ist. Das ist echt gut. Oder man ihn nicht mag. Genau, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Und dann kann man hier die Tür zuziehen. Ist nicht ganz so gut, leichtgängig. Zack, weg ist sie. Jetzt noch ein Vorhängeschloss dran, wo in Ruhe ist. Muss man dran denken, dass man diese Tür hier auch arretiert bei der Fahrt. Hier gibt es einen kleinen Druckknopf. Das ist sicherlich etwas mit Vergesspotenzial. Ja. Zum Glück ist sie aber nicht so leichtläufig, dass sie wahrscheinlich super schnell in eins zuknallt. Aber bequem. Oh, hier hat man sogar einen Lattenrost. Das ist ja komfortabler als oben. Dicke Matratzen auch. Nicht schlecht. Härte, wie oben. Ja. Aber ist gar nicht so schlecht. Auch hier wird sich sicherlich ein Topper irgendwie einfügen lassen. Ist noch gelüftet. Ja. Mit 10 cm mehr. Will ich mal gucken, ob ich hier auch noch mich wohlfühlend reinpasse. Ja, das geht. Leck mich am Fuß. Da habe ich noch Platz hinten ein bisschen. Passt, oder? Ja. Oben am Schädel auch noch. Die Kante hier ist ein bisschen tricky. Ja, da müsste man vielleicht dann mal sehr aufpassen oder irgendwie ein bisschen Schaumstoff davor. Aber so geht, ne? Ja, von der Breite ist natürlich nicht übermäßig breit, aber ich finde das eigentlich recht cozy hier hinten, so der eigene Bereich, das eigene Verlies. Mhm. Zwei Fenster, das macht es auch angenehmer dann, wirkt es nicht so eng.
Und wenn es einem doch zu eng ist, kann man noch ein bisschen Spiegelfolie dran machen, dann wirkt ja alles größer. Das untere Bett ist 1,96 lang und 74 breit. Hat das jetzt gestimmt, Katja? Ja. Katja nickt, sie hat den Katalog da vorne liegen. Ich finde, das geht. Ich könnte da schlafen, bin mir ziemlich sicher. 74 Breite passt für mich. Oben ist auch noch ein Bett, aber da könnte vielleicht der Co-Pilot und Friedrich schlafen. Ein Mensch würde ich da nicht hinwürgen, weil es gibt keine Fenster, keine wirkliche Belüftung. Das ist ein geschlossener Raum, mehr so verliesartig. Ich denke, das hier wäre Keller, Lagerraum und sonstiges, aber nicht mehr zum Pennen. 1,67 mal 67 ist also auch begrenzt Platz. Was mir gefällt, ist trotzdem hier schön mit Stoff bezogen, macht einen schönen Eindruck, aber nicht wirklich zum Pennen. So, jetzt komme ich mal von hinten nach vorne. Auch das geht relativ gut, hier durchzuwinden. So, so. Ach, wie ein Clemens hier. Bequeme so, Sitze. Ja, dann fahr mal los. Jetzt ruckel mal ein bisschen am Lenkrad und tu so, als ob du fährst. So, also die Nase sieht man hier nicht. Wenn man rausguckt, kann man natürlich nicht nach oben schauen, aber wenn man normal fährt, sieht man nichts von der Nase. Das stört also nicht beim Fahren. Es ist einfach nur, wenn man dann halt durch bergige Landschaften fährt und dann doch mal rausguckt, dann ist halt, ja, erstmal Nase. Wir lieben Ferien. Einen Nachteil hätte ich noch, den habe ich leider auch am Nugget, aber wenn man irgendwo vorne eine Nase hängen hat, tropft das Wasser runter und macht hier solche hässlichen Flecken. Bei mir etwas weiter oben, weil die Nase nicht so lang ist. Und die putzen sich auch gar nicht so leicht weg, habe ich festgestellt. Das brennt sich ziemlich ein. Tja, so ist das halt mit großen Nasen. Die tropfen halt auch groß. Das ist normal. Nachdem wir den Van jetzt innen ziemlich auseinandergenommen haben, ducke ich mich mal, denn das muss ich, wenn ich hier rein und raus gehe. Und jetzt schauen wir noch in den Keller. So. Also jetzt sieht man mal schön den Längenunterschied. Vorne stehen sie etwa bündig, also ein Ticken länger. Das sind 4,96 Meter, also knapp 5 Meter und hier 5,41 Meter. Also die 43 cm sieht man hier ganz gut, den Unterschied. Leider wirkt sich das auch im Radstand aus. Der hat genau 3 Meter und der hat 3,45 Meter. Also Ecken, Kurven sind da ein bisschen besser mit dem kurzen hier zu fahren, mit dem 4,99er. Aber es ist immer noch ein halber Meter weniger als bei den 6 Meter Fahrzeugen. Von daher ist es dann so ein Mittelding, was man vielleicht ganz gut als Kompromiss sehen kann. Jetzt schauen wir mal, wie viel Platz wir hier im Keller noch haben. Das war ja der ganz kurze, wo wir hinten die Dusche haben. Erstaunlich, unter der Dusche gibt es tatsächlich noch ordentlich Kofferraum. Also ich glaube, mein aufblasbares Sub passt hier durchaus rein. Vielleicht noch ein Tisch. Faltstühle hier an der Seite vielleicht. Gar nicht so schlecht, oder? Für so einen kurzen hätte ich auch gern. Ja. Und man kann auch mal, wenn man ganz frei steht, auf dem Klo sitzen und den Ausblick genießen. Praktisch auch hier. Hier kann man die Gasflaschen dann auch von außen wechseln. Hier ist das Fach, wo die eigentlich reinkommen. Dann kann man dann hier recht leicht rein und raus. Und hier die Abdrehhähne ganz praktisch positioniert. Hier haben wir noch den Frostwächter von der Truma Gastherme. Und die Leiter ist hier befestigt. Klappe runter, Kassette raus, Klappe wieder zu. Also. Hier auch der praktische Notausstieg, falls man mal schnell vom Klo flüchten muss oder möchte. Wenn die Gerüche zu übel werden. Kommt man hier auch noch raus. Ich glaube, man kommt sogar dran. Anders als in manch anderen Fahrzeugen. Ja. So. Gut, das war der Vario 499 Keller. Jetzt kommt der Vario 545 Keller. Mit Fenster hier schon mal Unterschied, ne? Wir haben ja hier hinten noch den Schlafraum. Oh ja, der kann auch was. Der hat mal richtig viel Platz. Aber hallo. Hui. Wir sind die Kamera gar nicht mehr drauf. Bei 5,40 Meter muss man dazu sagen. Das ist ja... Ja, das ist mal ein riesen Kofferraum hier im Keller. Da passt einiges rein. Und man muss ja bedenken, man hat hier drüber noch ein Bett. Wie wir gesehen haben, auch eins, was man nutzen kann. Und oben noch ein Bett, was ich aber auch eher wahrscheinlich als Stauraum nutzen kann. Das heißt, man hat eigentlich zwei Keller sogar. Einen von innen und einen von außen. Das ist mal genial. Für 5,40 Meter muss man natürlich immer denken. Ne? Aber man kommt an den Stauraum nicht von außen dran. An den inneren? Ja. Genau. Aber ich glaube, man kommt sogar an den unteren hier von innen dran, weil das ist hier geteilt. Das könnte man hochklappen vermutlich. Mhm. Ja, das
den Lattenrost hier und die Matratze. Dann würde man sogar von innen in den Keller hier kommen. Von innen haben wir die Heizung ja schon gesehen. Hier geht es jetzt noch zum Frostwächter. Da seht ihr in den blauen Knopf. Ja, was richtig genial ist, die Betten sind ja optional. Das heißt, die kann man entweder rausbauen oder man nimmt sie erst gar nicht, wenn man sie nicht braucht. Und hat dann hier natürlich einen riesig hohen Stauraum. Das heißt, Sportler mit Surfbrettern, mit was auch immer, Fahrrädern. Hier kann man, glaube ich, mehrere Fahrräder einfach nebeneinander innen transportieren. Das ist mal richtig genial. Braucht man nichts draußen dranhängen. Und man muss immer bedenken, 5,41 Meter, das ist wirklich ein Stauraumwunder, würde ich sagen. Tja, und selbst mit eingelegtem Bett kann man sich hier auch reinsetzen. Leicht gekrümmt. Kann also auch hier noch einer schlafen, wenn es sein muss. Noch ein Kinderbett. Noch ein Kinderbett. Und wenn natürlich die Betten nicht mitgeordert sind, wie Katja schon gesagt hat, dann hat man hier in der Höhe enorm viel Platz. Also auch für Umzüge bestens geeignet, würde ich sagen. Ja, aber hallo, ja. Gut, ich bleib hier. Gefällt mir. Ja, jetzt stehe ich hier und sehe Wasserzufüllung, Gasheizung. Was ich aber nicht sehe, ist die Toilettenklappe. Wie komme ich denn an meine Toilettenkassette? Die ist hier nicht verbaut. Ist das ein Einwegklo? Wenn es voll ist, muss man einen neuen Van kaufen. Das ist ja komisch. Ja, und im Keller ist natürlich dann auch noch die Toilettenkassette. Die verbirgt sich hier hinter diesem Brett. Und auf dem Brett liegt das Bett drauf. Also das ist ein bisschen Gemurkse, um die Toilettenkassette rauszuholen, weil man hier dann erst das Ding anheben muss und gucken, dass es nicht runterfällt. Oh Gott. Also, geschickt ist anders, aber es geht. Seitlich haben wir hier schöne integrierte Fenster. Das sieht toll aus. Im oberen Stockwerk auch. Wenn man dann aber mal ein bisschen rumschwenkt, hatten sie hinten wohl keine Lust mehr, sie auch zu verbauen, denn da sind die normalen Vorgehängten. Schade eigentlich. Wir haben uns nochmal in die Dinette gesetzt. Kurzes Fazit hier zum 545. Was kann man dazu sagen? Ich muss sagen, also das war wieder so ein Fahrzeug wie der Nugget. Ich komme rein und fühle mich gleich wohl. Das hatte ich in den Kastenwegen bisher noch nicht so richtig gehabt. Also das ist toll. Der ganze Raumaufbau hier ist super. Man fühlt sich hier richtig frei. Es ist halt sehr hoch, sehr luftig, hell. Das ist toll. Und auch wie das Ganze hier gestaltet ist. Mit dem Bad da hinten so quer und auch diese geniale Keller mit den beiden Betten da. Finde ich echt gut. Also für mich wäre das tatsächlich eine Alternative. Wobei ich jetzt den Nugget nicht unbedingt loswerden will sofort, aber manchmal kommt es ja anders, als man denkt. Man kann ja schnell mal gehen, Unfall oder sowas. Dann wäre das tatsächlich eine Alternative und könnte mir vorstellen, das wäre auch ein Van, um drin zu leben. Es gibt ja auch Leute, die im Van leben. Denn man kann hier sicherlich auch gut Wäscheleinen spannen. Denn wenn man im Van lebt, muss man ja auch mal waschen und trocknen. Ja. Und bei der Höhe geht das sogar auch. Ja, also ich bin auch beeindruckt von diesem Raumkonzept, von dem vielen Raum, den man um sich herum hat. Könnte mir das auch gut vorstellen, würde das gerne mal testen. Ja. Einfach für ein, zwei Wochen mit so einem Ding rumfahren. Ich könnte halt bei mir zu Hause nicht parken, das wäre einfach das K.O.-Kriterium bei meinem Lebensstil gerade. Aber ansonsten ist ein cooler Van, hinten die Betten geil. Bisschen tricky halt, das Auswechseln oder Ausleeren der Kassettentoilette. Das ist eigentlich so der einzige Haken, wo ich sagen würde, das geht einem vielleicht irgendwann mal auf den Nerv, aber gut, irgendwas ist immer. Aber unterm Strich, cooles Fahrzeug. Ja, gefällt die mir. Höhe muss man halt gucken, ob man über 3 Meter sein möchte. Die Höhe muss man im Auge behalten. Ja, sonst klasse Fahrzeug. Ja. Pössl, habt ihr gut gemacht. Ja. Was man bedenken muss, ist ja auch immer, wenn man zu zweit reist, dann braucht man ein bisschen mehr Bett und so weiter. Ich glaube, da ist das hier wesentlich praktischer, weil hier könnte man sogar zu dritt gut schlafen, oben zwei, hinten einer. Das funktioniert super oder halt auch getrennt schlafen. Und in einem 45er Kastenwagen ist aus meiner Sicht eigentlich alles ein Kompromiss. Dinett eng, Bad eng, Bett eng. Und man hat halt nur die Querbetten, wo man übereinander krabbeln muss. Das wäre für mich jetzt nichts. Also auch für zwei oder vielleicht sogar drei Personen mit Kind ist das perfekt hier. Ja, sicherlich. Komfortabler als ein reiner 45er Kasten, da bin ich bei dir. Halt höher, aber. Höher und möglicherweise teurer. Ja. Aber ansonsten, ja. Was hat der eigentlich für ein Gewicht? Der 545 hat 3,3 Tonnen. Ich meine, man kann ihn auflasten auf 3,5.
Und Leergewicht, also Masse im fahrbereiten Zustand, ist 2843. Also knapp 500, 450 Kilo. Wenn man ihn auflastet, dann immer ein bisschen mehr. Mhm. Wintertauglich dürfte er auch sein mit den Tanks. Man kann hier, glaube ich, auch noch so ein Winterpaket dazu nehmen. Mhm. Das wäre ja für mich jetzt auch ein Kriterium, dass das möglichst frostsicher ist alles. Mhm. Ich glaube, das wird funktionieren. Ja, einen Doppelboden hat er nicht. Also das muss man sagen, die gesamte Höhe geht wirklich in die Höhe und nicht in den Doppelboden. Aber immerhin gibt es ihn mit Dieselheizung. Das wäre mir jetzt auch wichtiges Kriterium. Wäre für mich auch ein Muss, ja. Gut, ich glaube, in diesem Sinne beschließen wir dieses Video hier. Mhm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mich freut, dass Katja einen Pössl gefunden hat, der ihr richtig gut gefällt. Mit Clemens war das eine coole Tour, aber das war ja nicht ganz so ihrs. Und so ist es cool, dass wir hier heute nochmal beim Autohaus Melzer durch die Vans streifen konnten und ein bisschen gucken und filmen. Danke dafür. Und ich glaube, ich gehe jetzt hier raus und du bleibst wahrscheinlich noch ein bisschen sitzen hier. Ich will noch ein bisschen genießen. Also, mal vortesten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis demnächst mal wieder. Ciao. Ciao zusammen. Hallo zusammen, hier sind Katja und... Kai. Jetzt hat sie nicht mitgespielt, ne? Damit hat sie nicht gerechnet. Normal. Egal, wir gucken jetzt mal in den 499. Nein, das ist ja der Chausson. Was ist das? Das ist der Concorde, ne? Genau. Gut, aber da die Sitz. Gleiche. Noch besser? Nee. Doch. Nee. Doch. Was war das? Oh Gott. Am Ende. Aber du musst, glaube ich, noch besser sein. Das untere Bett ist 1,94 lang. Und 76 breit. War das jetzt korrekt? Nicht ganz, ne? 76 und 74. Ja. Also das untere Bett ist 1,6. Draußen dranhängen. Und man muss immer bedenken, 2 Meter, 5 Meter 41. Mal wieder. Ciao. Ciao zusammen. Ich nenne das Standardwort in diesem Kasten. Aua. Just a moment with you. So